So, wir haben jetzt fast alles gesehen. Aber halt nur fast. Zumindest was wir bisher betreten können. Was? Zack, was tust du da? Ich gehe nicht weiter und du solltest das auch nicht. Die Lichtung davon ist gefährlich. Was sollte in diesem schönen Wald denn gefährlich sein? Ich habe gehört, dort wohnt eine schaurige Kreatur und kein Student, der die Lichtung betreten hat, ist jemals wieder zurückgekehrt. Wo ist denn die Story her? Was, wenn dort jemand ist, der uns helfen kann? Ich muss es wissen. Nein. Wenn du stur genug bist, weiterzugehen, wirst du allein gehen müssen, denn ich werde hier auf dich warten. Schön. Tu, was du willst. Ich gehe jedenfalls. Das finde ich immer so schön, wenn es heißt, und nie ist jemand zurückgekehrt. Ja. Sicher? Oh. Oh, das ist so Gesicht im Baum. Ja, sag mal, wer bist denn du? Dieser Baum ist seltsam. Er sieht fast so aus, als hätte er ein menschliches Gesicht. Ich wette, das ist das, was Zack eine schaurige Kreatur nennen würde. Oh, sieht aus, als wäre ein Stück seiner Rinde abgerissen worden. Armer Baum. Dieser Baum sieht seltsam aus, aber er kann mir auch nicht sagen, wo die anderen hin sind. Okay, können wir die Stelle vielleicht identifizieren? Nee. Okay, dann können wir hier im Moment noch nichts machen. Dann speichere ich mal sicherheitshalber. Nicht, falls uns das Spiel wieder abschmiert, dass wir alles nach vorne machen müssen. Aber, das heißt, es gibt hier noch ein paar andere Bewohner. Komm, Zack. Put, put. Auf. Achso, ich dachte eben schon, da wäre was. Boah, Schock. So. Oh nein, da ist er ja. Seid gegrüßt, junge Lady. Wie kann ich euch helfen? Das ist der große Mustavio. Wer? Der hervorragende Mustavio. Zack, du kennst ihn? Jeder in der Schule kennt ihn. Er bringt uns Waren aus aller Welt. Genau, Wölflein. Wer seid ihr? Ich bin Mustavio, der weitbekannte Händler. Ein Name, den ihr nie vergessen werdet. Oh ja. Nirgendwo in diesem Tal werdet ihr bessere Preise finden. Und das nicht nur, weil ich der einzige Händler weit und breit bin. Nein, überhaupt nicht. Er ist wirklich sehr preiswert. Wie lautet euer Name, werte Kundin? Mein Name ist Lydia, Sir. Aber ich bin keine Kundin. Jeder Student dieser Akademie ist ein Kunde des großen Mustavio. Ich bin auch keine Studentin. Eigentlich ist heute mein erster Schultag. Wisst ihr zufällig, wo alle hingegangen sind? Warum ist die Schule leer? Ich hoffte, diese Frage könntet ihr beantworten, Lady. Seit meiner Ankunft heute Morgen hatte ich noch keinen Kunden. Was meint ihr damit? Also, normalerweise muss ich nur die Glocke an meiner Kutsche läuten und alle rennen los, um sich die Waren anzusehen, die Mustavio El Fantastico mitgebracht hat. Aber heute kam niemand zu mir, was höchst unüblich ist. Habt ihr denn keine Angst vor einem Wolf? Einem Drachen. Zack, jetzt ist nicht die Zeit zum... Mustavio hat niemals Angst, wenn er zur Dragonvale Akademie kommt. Mhm.
Aber findet ihr einen sprechenden Wolf nicht ein wenig seltsam? Ich bin ein Drache. Zack! Schnauze. Junge Lady, ich habe in diesem Tal schon seltsamere Dinge gesehen als ein sprechendes Tier. Okay. Was könnte seltsamer sein als ein Drache, der in einen sprechenden Wolf verwandelt wurde? Das müsst ihr selbst entdecken, Lydia. Mustavio wird euch die Überraschungen nicht verderben, die diese Schule euch bietet. Das ist aber lieb. Okay. Ich habe vorhin mein Amulett zerbrochen. Könnt ihr es reparieren? Lasst Mustavio einen Blick auf dieses Amulett werfen. Das ist ein äußerst seltenes und kostbares Amulett. Wie viel möchtet ihr dafür haben? Was? Es ist unverkäuflich. Ich möchte es nur reparieren. Okay, aber ihr solltet es euch überlegen. Mustavio könnte euch einen guten Preis für dieses Schmuckstück machen. Nein. Nein. Sag ich doch. Okay, okay. Zu eurem Unglück habe ich nicht die Teile, die ich benötige, um die Beschädigten zu ersetzen. Aber wenn ihr sie findet, repariere ich das Amulett gerne für euch. Nein. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. In Ordnung. Vielen Dank, dass ihr es euch angesehen habt. Jederzeit, junge Lady. Für seine teuren Kunden ist Mustavio El Fantastico doch immer da. So können sie die Stiefel Cola haben. So. Mustavio, wisst ihr, ob... Genug geredet, Lady. Möchtet ihr nicht Mustavios erste Kundin des Tages werden? Aber, was? Der erste Kunde am Tag bekommt immer Rabatt. Praktisch. Nein, danke. Ich brauche nichts. Natürlich tut ihr das. Ihr wisst es nur noch nicht. Jeder braucht etwas. Seht, ich weiß bereits jetzt, dass ihr ein paar dieser schönen Figuren kaufen werdet. Oh, du solltest welche kaufen. Hä? Was genau sind das für Figuren? Sie sind Teil eines erstaunlichen Spiels, welches euer ehrfürchtiger Diener Mustavio aus einem fernen Land an diese Schule gebracht hat. Absolut ehrfürchtig. Glaub mir, Lydia, das Spiel ist großartig. Aber ich warne euch, ohne sie könnt ihr es nicht spielen. Jeder Student kauft jedes Mal, wenn ich komme, mindestens ein paar dieser Figuren. Und ich bin sicher, das werdet ihr auch tun. Komm, sei nicht kleinlich. Kauf welche. Sag mal. Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen, Mustavio. Aber ich habe mein letztes Geld auf meiner Reise hierher ausgegeben und ich habe nichts mehr. Vielleicht kaufe ich sie, wenn ihr das nächste Mal hier seid. Okay, an der Stelle wollen wir die Session dann auch mal beenden. Endlich. Nein, also ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Hat mir einen riesen Spaß gemacht bisher. Ich hoffe, euch geht's genauso. Und jetzt kommt das Übliche, und zwar hier speichern und beenden. Bis zum nächsten Mal. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Keepsake. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wie ihr vielleicht feststellt, ich hoffe es zumindest, habe ich den Ton etwas verbessert. Ich habe meine Stimme jetzt verstärkt, den Rest ein bisschen runtergedreht. Ich hoffe, das passt so. Ich war doch etwas schwer zu verstehen. Ich habe mich bei den Tests immer nur auf Kopfhörer gehört, da war das nicht so auffällig. Jetzt will ich euch aber auch nicht zuschwafeln und gleich mal zeigen, hier bei weiter. Das ist nämlich das Speichermenü, da haben wir unsere Speicherpunkte. Wusste ich gar nicht mehr, dass ich nicht nur einen immer wieder... Verzeihung, einen immer wieder überspeicherten Spielstand habe, sondern tatsächlich mehrere Speicherpunkte. Aber gut, geh mal zurück. Ich weiß zufälligerweise, dass das jetzt immer noch Folge 7 ist, obwohl wir eine neue Session haben. Deshalb werde ich euch nicht mit Zusammenfassungen aufhalten. Mir ist nur eine Idee gekommen, wie wir jetzt weitermachen könnten. Willkommen zurück, Lydia. Wie kann ich euch helfen? Willkommen, willkommen. Hallo, Mustavio. So. Warum seid ihr nicht in die Schule gegangen und habt dort gesucht?
Die Schule dürfen nur noch Studenten betreten, Lydia. Gäste sind in der großen Akademie nicht erlaubt, es sei denn, sie werden von einem Mitglied des Schulpersonals begleitet. Das einzige Mal, dass ich die Schule betreten habe, war, als mein Freund, der Hausmeister, mir half, einige Waren zu meiner Kutsche zu befördern. Tja. Da er nicht hier ist, komme ich nicht hinein. Und das ist ein großes Problem für Mustavio. Großes Problem für Mustavio el Fantastico. Sag bloß, der hat Probleme. Hattet ihr nicht gesagt, heute sei euer erster Schultag? Ja, doch. Ja, ich bin ein Lehrling. Meine beste Freundin Celeste wollte mich am Eingang treffen, aber ich kann sie nirgends finden. Ah, gut. Vielleicht könnt ihr helfen, Mustavios großes Problem zu lösen. Oh, das große Problem. Na dann, sind wir doch mal hilfsbereit. Ich meine, Lydia ist so gut erzogen. Wie kann ich euch helfen? Ich bin zum ersten Mal hier. Also, da ihr eine Kandidatin seid, die Studentin werden will, könntet ihr die Akademie betreten und für euren alten Freund Mustavio den Hausmeister suchen. Alten Freund? Ich habe euch doch heute erst getroffen. Scharf kombiniert. Ach, die Zeit vergeht so schnell, wenn man in guter Gesellschaft ist. Habe ich nicht recht? Schleimer. Dieser Typ macht mich fertig. Ja, nicht nur dich. Ich schätze schon. Aber ich weiß immer noch nicht, was euer Problem ist. Im Inneren der Akademie befinden sich Fässer mit Dragon Vale Wein. Ich muss sie heute Abend nach Hause bringen, sonst bringt mich meine Frau um. Ist das alles? Das nennt ihr ein großes Problem? Natürlich nicht. Außerdem sind da noch Kisten mit Gegenständen von Dragon Vale, die ich befreundeten Händlern in fernen Städten liefern soll. Wenn ich sie nicht bekomme, bevor ich heute Abend aufbreche, könnte das meinen Bankrott zur Folge haben. Das wäre das Ende von Mustavio dem Großen. Das wäre schrecklich. Uhu. In der Tat. Ja gut. Die Frau dazu würde ich ja wirklich gern mal sehen. Habt ihr hier jemanden vorbeikommen sehen? Nein, Miss Lydia, leider habe ich niemanden gesehen. Und aus eurer Frage kann ich nur schließen, dass ihr auf keine meiner Kunden gestoßen seid. Nein, leider nicht. Tja, dann werden wir dem guten Mustavio. Bis später, Mustavio. Euch viel Glück, werte Kundin. Mal das Zeug besorgen, was er da haben will. Hoffentlich im Austausch für A, ein repariertes Medaillon und B, ein paar Spielfiguren. Das wird zum nächsten Rätsel kommen, aber wir haben heute noch ein bisschen mehr zu tun. Und zwar haben wir ja noch die Wasserpumpe, die wir zum Laufen bringen wollen. Ich denke, das werden wir als erstes in Angriff nehmen, weil wo das Zeug von Mustavio steht, das haben wir ja bereits in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge rausgefunden. Jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen. Erstmal brauchen wir die Werkzeuge hinten aus dem Schuppen und dann geht's über den Keller zur Wasserpumpe. Plötzliches Umschwenken. Ach, ich finde es immer toll, wie die Figuren aus dem Stand plötzlich die Richtung wechseln können, ohne sich voll auf die Fresse zu legen. Tja, Spielmechanik. Manchmal wirklich praktisch. Vielleicht sollte ich sie lieber Lola nennen. Lola rennt. Und sie läuft und läuft und läuft. Womöglich auch Duracell-Hase. Mal gucken. So. Das sind schöne Werkzeuge. Aber ich sollte sie nur mitnehmen, wenn ich sie wirklich brauche. Schließlich gehören sie mir nicht. Medaillon? Kaputt? Reparatur? Es ist wieder einer dieser Momente. Du hast doch nicht alles, um einen Schritt weiter zu kommen. Komm später wieder. Nö. Gut, dann erst die Wasserpumpe. Puh. Also manchmal sieht es so aus, als ob sie die Füße eindreht. Beim Laufen, wenn man das von vorne sieht.
Okay.